Froschkampf. Jetzt hier mit Spritze. Genau. Live. Also für mich. Und für Volker auch. Hier brauchen das wir. Das habe ich sogar schon mal gesehen, glaube ich. Genau, hier brauchen wir immer die Mine. Und diese Tüte hier. Ja, Frösche fängt man mit Tüten. Schlafgastüten. Okay, und wir könnten zwischendurch. Oh, das machen wir gleich. So, hier ist wichtig, dass man sich dann hinhockt dafür. Ist das denn schon da? Also mir sagt diese Räumlichkeit was, aber nicht, ob das schon der Gegner ist, den ich. Doch, ist der. Also wenn du den bei Hauke gesehen hast, was du erzählt hast. So, hier drei Tüten hinlegen. So, dann hinter diese Mauer. Jetzt kommen da welche durch, laufen in diese Mine, schlafen dann ein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Okay. Also sonst haben wir ein Problem. Ah, kommt rein. Sehr gut. Haben wir sie alle? Perfekt. Schlafen sie alle. So, jetzt kommen die gleich durch die Decke hier reingesprungen. Und dann kann man nämlich. Als ob du schon mal gespielt hättest. Die ersten beiden. Einschläfern. Jetzt kommen die zweiten aus der Decke runtergesprungen. Und wahrscheinlich noch die dritten. Richtig. Na, Mensch. Welche Überraschung. Ja, ich finde, so ein Let's Play muss auch spannend sein. Ja, ist es auch. Also wir hocken hier, die sind ganz nah, die Gegner. Ja, es wäre spannend geworden, wäre das jetzt nicht getriggert. Wenn einfach diese Mine liegen würde und die gehen halt andersrum. So, Vorsicht ist aus. Haben wir. So, jetzt hier lang. Einspringen, jetzt schweize. Und jetzt kommt der richtige Bosskampf. Ja, sehr gut. Den habe ich tatsächlich schon mal gesehen bei einem Freund, der da dem ich sagen konnte, wo dann vielleicht doch der Boss sich versteckt. Oh, sehr gut. Ich weiß, wer sich jetzt angesprochen fühlt. Das gibt einen gefällt mir nicht. Ich weiß es jetzt schon. Okay. Okay, jetzt hat sie schießt gleich auf uns. Ich hoffe, ich komme noch schnell rechtzeitig weg. Wir müssen hier, gehen wir jetzt mal auf. Ja, natürlich. Kaufen uns vielleicht ein bisschen Munition dazu. Fuck. Alles der Affe. Fuck. Ja. Ach, genau, das sollte nicht passieren. Okay, warte. Die kommt hier lang. Ja, hat ja richtig viel abgezogen. Ja, ist. So, jetzt wird sie da so. Kommen so komische Verfolgungsteilchen da raus. Was ihr. Vor denen einfach mal flüchten. So, jetzt versteckt sie sich hier an der Wand. Aha. Ach, man sieht die mit dem Snake Eye, mit dem Solid Eye. Ja, mit der Night Vision. Ja, ich kenne wieder einen Freund, der hat das scheinbar nicht gewusst. Oh fuck. Ich töte mich hier selber. Super. Oh, das wird aber lang, wenn der selbst mit dem RPG da nicht mal so viel Schaden macht, oder? Das hat er sich jetzt da oben sehen. Ja, erstmal nachladen. Aber ich finde es ja schon spannend, wenn man dieses Solid Eye nicht anmacht, dass man wirklich raten muss, wo ist die jetzt? Das macht ja keinen Spaß. Machen wir ja zu lange. So. Ja, geht so viel schneller, wenn man sich die Energieanzeige anguckt. Nach zwei Schuss. Das war blöd von mir, muss ich hier zugeben. So, ist sie der Körper jetzt hier? Nee. Ah, sie ist in der Box, genau. Sie ist in der Box. Bisschen wie bei Nordsee, ne? Fisch in der Box. Super. So, nachladen. Weg hier, jetzt kommt sie, glaube ich, gleich durch ein Fenster gesprungen. Oder? Noch nicht? Nee, dann ist jetzt der Körper. Immer noch nicht. Achso, sie ist an einem Bild. Krass. Ja, aber die Bossgegner sind echt geil. Also das ist auch wieder jetzt so. Ja,
Er ist gut inszeniert. Ja. Weg. Die schießt dann immer so 5 Sekunden und dann kann man dahin. Getroffen habe ich gleich gesehen. Ja, ein bisschen getroffen. Wir müssen mal zwischendurch wieder ein bisschen Munition einkaufen. Ja, genug Kohle hast du ja. Wo hast du eigentlich die Kohle her? Durch Waffen aufsammeln kriegt man Kohle dazu. Ach so. Schickst du da wieder diese komischen. Ja. Oh, Otacon. Töte dich. So, jetzt liegt da eine Omi. Nee, doch noch nicht. Nein! Nein! Was ist? Da ist gar nichts passiert. Aber ich dachte, sie rollt sich zusammen. Wenn sie sich. Weg. Wenn sie jetzt so zusammenrollt, wir müssen mal kurz das ausmachen. Dann schnell auf irgendwas hochklettern, weil dann kommt sie da nicht hin. Ansonsten wäre ich tot gewesen bei dem Leben, was ich mir noch über habe. Aber jetzt hier, jetzt ist ja der Körper. So. Ja. What? So, jetzt liegt da eine Omi. Sind wir wohl leicht im Vorteil? Immer noch nicht. Ach, Mann. Da hat sie dich erwischt. Oh, das wird eng. Das wird eng. So, jetzt liegt deine Omi. So, wir müssen das jetzt mal so machen. Diese Munja-Pflanze, die heilt einen so ein bisschen. Und das gilt aber nicht als Erholungsobjekt. Sondern als Drogen. Genau. It's a NASA Mimic. Du mieses Schwein. Das ist eine Oma abgeschossen. Dreckiges Schwein. Hast du dieses Munja-Ding jetzt schon genommen, oder was? Ja. Also ich hab's equipped und eigentlich müsste es sich ein bisschen aufladen zwischendurch. Ganz langsam. Nein! What? Da hat sie dich überrascht gerade ein bisschen. Ja, durchaus. Oh! Mach's nicht so spannend. Mach ich leider. Wo ist sie denn jetzt? Es lädt auch nichts auf. Wow. Einen noch. Ich brauche wieder Munition und sie schießt. Scheiße. Wetten werden jetzt noch angenommen. Weg. Ja. Okay. Ärgerlich. Nochmal. Und diesmal gleich am Anfang weg. Ja, das war der Fehler, ne? Dass du da stehen geblieben bist am Anfang. Schnell nach hinten. Und dann erst kaufen. Ja, schon besser. Ja, das geht. Das war deutlich sinnvoller. So, das weg. Wieso hast du das vorhin nicht gleich gemacht? Hast du gedacht? Habe ich nicht dran gedacht. Habe ich tatsächlich nicht dran gedacht. Nein, das nicht. Das. Brauchen wir noch was? Eigentlich nicht. Sieht schon deutlich positiver aus von der Bilanz her. Ja. Kannst du jetzt nicht schießen zum Beispiel? Oder ist dann dieser Tinten... Ja, also dann kriegt sie keinen Schaden. Ach so. Das ist Schild. Etwas ärgerlich. Wir können auch, glaube ich, diese kleinen Teilchen, die hier rausfliegen... Krass. Abschießen. War da gerade noch irgendwie so ein Schwergewichtswaffe, hätte ich fast gesagt. Also kein Raketenwerfer, sondern noch so ein anderes Ding. Das sah auch so aus wie ein langes Rohr. War das auch sowas, oder? Echt? Ich will gleich mal nachgucken. Was meintest du? Wo war das denn? Da unten. Da, dieses P90. Was ist das denn? Ach, das ist ein Balken vor. Ja, vergiss das es. Das ist hier das, nur, ja, das, also der Balken, genau, ist noch gesperrt und es ist einfach. Es sah aus wie so ein langes Rohr mit Raketen drin. In der Schnelle gerade. Achso, ja, nachladen. Ja. Ja. Ah, noch erwischt, oder? Ja, sieh dich gerade. Ja, super. Ja. Oh, es läuft. Es läuft. Aber die zieht ganz schön, ne? Wenn die ja.
Ja, auf leicht und so, da zieht sie kaum was ab. Extreme the Boss? Mhm. Ja, das ist ja super, dass das jetzt erst nach hinten gehen übrigens. Klasse, klappt hier. Ich bin begeistert. Das macht dich menschlich. Ja, danke. Sehr gerne. Ja, okay. Ist okay. Na, schaffst du nochmal hier, wenn du durchgehst? Na, schade, jetzt kommst du nicht mehr. Na, wo kommen die? Ja. Hallo. Ich muss mich hier in den Gängen aufhalten. Octopussy. Das war... Oh, meine Fresse, ist das dumm. Ja, tatsächlich. Jetzt passt nicht, dass ihr wieder im Fenster da kriegt. Ach, fuck it. Machen wir jetzt. Das war eine sehr gute Lösung. So wieder? Nein, geht hier irgendwie. Was macht denn die da? Die zählt auch hierher? Toll. What the bitch. Naja, mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Na klar. Wir schneiden das. Ja, ich glaube, wir müssen langsam mal gucken auf die Zeit. Na gut, 3 Minuten und etwas. Okay. Ah, okay, so schon mal nicht. Boss-Fail Part 1. Ich bin nicht zufrieden. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert. Und da war der erste Durchlauf doch etwas Positiveres. Ja, ich bin jetzt auch nicht so aufgeregt wie beim ersten Mal. Vielleicht bin ich auch noch etwas müde. Wie so oft? Vielleicht bin ich auch noch etwas müde. Mir würde jetzt ja keine Ausreden sehen. Jetzt, na also. Kugel dich ein. Wir gelernt haben, kommt sie jetzt hier hin. Yes, ich habe schon ein paar Mal gesehen, tatsächlich. Nachladen. Schieße. Jetzt wieder hin. Jawohl. Hat die jetzt eigentlich 4-mal so eine Balken oder wie ist das mit den 4 Balken zu verstehen da unter ihr? Da unter, das ist, wenn man das runter hat, dann ist sie betäubt quasi. Achso. Okay. Das machen wir gleich am Ende. Also, wir wollen sie ja nicht töten. Also ihre jetzige Form, die töten wir so. Und dann, muss man auch, ne? What? Da oben. Naja, sie stöhnt schon. Das kann nur Positives heißen. Immer. Au! Komm, schieß. Ne? Ja. Dann halt so. Schieße wir hier blöden Kugeln ab. Du hast ja vorhin irgendwas gesagt mit diesem Einrollen. Macht sie das irgendwann accidentally oder ist das geplant, wenn du irgendwie zu nah neben ihr stehst? Oder wann macht sie das? Ja, wenn ich zu nah neben ihr stehe und... Ja, ich weiß nicht, wann sie das macht. Also... Was der Auslöser ist. Jetzt ist sie wieder irgendwie verkleidet. Box ist sie nicht. Ist sie wahrscheinlich hinterm. Bild ist sie auch nicht. Tja, halt, stopp. Ich würde sagen, wo sie ist. Ja. Das bleibt jetzt der Cliffhanger, wenn man das mal auch zeigt. Also, wo ist sie? Ja, wo ist sie? Hinter Tor 1, 2 oder 3? Ja. Wir werden es im nächsten Part erfahren. Bis dahin. Alles klar. Ciao.